Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Verwandlung der Bedeutung der ursprünglichen Nacktheit. Welcher Bewusstseinszustand tut sich in den Worten kund? Ich bekam Angst, weil ich nackt bin und habe mich versteckt. Welcher inneren Wahrheit entsprechen Sie? Von welchem Empfinden für den Sinn des Körpers zeugen Sie? Dieser neue Zustand unterscheidet sich zweifellos von dem ursprünglichen Zustand. Die Worte in Genesis Kapitel 3, Vers 10 beweisen unmittelbar eine radikale Veränderung in der Bedeutung der ursprünglichen Nacktheit. Im Zustand der ursprünglichen Unschuld war, wie wir früher festgestellt haben, die Nacktheit kein Ausdruck des Mangels, sondern die volle Bejahung des Körpers in seiner ganzen menschlichen und damit personalen Wirklichkeit. Der Körper als Ausdruck der Person war das erste Zeichen für die Anwesenheit des Menschen in seiner sichtbaren Welt. In dieser Welt war der Mensch von Anfang an in der Lage, sich selbst von den anderen Lebewesen zu unterscheiden, das heißt, sich als Person zu bestätigen, auch durch seinen Körper. Denn dieser Körper war sozusagen das sichtbare Merkmal der Transzendenz, durch die der Mensch als Person über die sichtbare Welt der Lebewesen hinausragt. In diesem Sinne war der Körper des Menschen von Anfang an ein treuer Zeuge und eine sichtbare Bestätigung des ursprünglichen Alleinseins des Menschen in der Welt. Gleichzeitig war er durch seine Männlichkeit und Weiblichkeit eine durchsichtige Dimension der gegenseitigen Hingabe der Personen. So trug der menschliche Körper im Geheimnis der Schöpfung ein unzweifelhaftes Zeichen der Ebenbildlichkeit Gottes an sich und bildete auch die eigentliche Quelle für die Gewissheit der Ebenbildlichkeit, die im ganzen Wesen des Menschen zum Ausdruck kommt. Die ursprüngliche Bejahung des Körpers bildete gewissermaßen die Grundlage für die Bejahung der ganzen sichtbaren Welt in ihrem Gipfel. Und sie gab dem Menschen die Garantie für seine Herrschaft über die Welt, über die Erde, die er sich untertan machen sollte. Vergleiche Genesis Kapitel 1, Vers 28. Die Worte »Ich bekam Angst, weil ich nackt bin und habe mich versteckt« Genesis Kapitel 3, Vers 10 beweisen eine radikale Änderung dieser Beziehung. Der Mensch verliert sozusagen die ursprüngliche Gewissheit von seiner Gottebenbildlichkeit, die in seinem Körper zum Ausdruck kommt. Er verliert gewissermaßen auch das Bewusstsein, dass er das Recht hat, an der Sichtbarkeit der Welt teilzunehmen, an der er sich im Geheimnis der Schöpfung erfreut hatte. Die Grundlage dieses Rechts lag im Innern des Menschen, darin, dass er an der göttlichen Schau der Welt und seines Menschseins teilnahm. Das gab ihm tiefen Frieden und Freude am Erleben der Wirklichkeit und des Wertes seines Körpers in ganzer, ihm vom Schöpfer verliehener Unbefangenheit. Gott sah, dass alles, was er gemacht hatte, sehr gut war. Genesis Kapitel 1, Vers 31. Die Worte in Genesis Kapitel 3, Vers 10, »Ich bekam Angst, weil ich nackt bin und habe mich versteckt«, bestätigen den Zusammenhang der ursprünglichen Bejahung des Körpers als Zeichen der Person in der sichtbaren Welt. Zusammen mit diesem Zusammenbruch scheint auch die Bejahung der materiellen Welt in ihrer Beziehung zum Menschen ins Schwanken zu geraten. Die Worte Gott Jahwes künden gewissermaßen die Feindseligkeit der Welt an, den Widerstand der Natur gegen den Menschen und seine Aufgaben. Sie künden die Mühsal an, die der Körper des Menschen fortan im Umgang mit der von ihm unterworfenen Erde erfahren würde. Verflucht ist der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Mit Schweiß im Gesicht wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen, denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück. Genesis Kapitel 3, Verse 17 bis 19.
Am Ende dieser Mühsal, dieses Kampfes des Menschen mit der Erde, steht der Tod. Staub bist du, zum Staub musst du zurück. Genesis Kapitel 3, Vers 19. In diesem Zusammenhang, oder besser, in dieser Perspektive, scheinen die Worte Adams in Genesis Kapitel 3, Vers 10, »Ich bekam Angst, weil ich nackt bin und habe mich versteckt«, das Empfinden der Schutzlosigkeit sowie der Unsicherheit seiner somatischen Struktur gegenüber den Naturvorgängen zum Ausdruck zu bringen, die mit einem unvermeidbaren Determinismus wirksam sind. In dieser erschütternden Aussage ist eine Art kosmischer Scham enthalten, in der sich das nach dem Ebenbild Gottes geschaffene und zur Unterwerfung und Beherrschung der Erde berufene Wesen kundgibt. Dieses Wesen, das nun Beginn seiner geschichtlichen Erfahrungen in solch eindeutiger Weise der Erde unterworfen wird, besonders in dem Teil seiner transzendenten Befindlichkeit, die eben im Körper ihren Ausdruck findet. Wir müssen hier unsere Betrachtungen über die Bedeutung der ursprünglichen Scham im Buch Genesis unterbrechen. Wir werden sie kommende Woche wieder aufnehmen. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht 5 Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat ca. 3 GB. Und das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind ca. 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt bekommt, was ihr hört, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der USB-Stick derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten unten in den Shownotes. Und dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch. Ich möchte euch in der nächsten Folge ein paar Gedanken, die ich mir gedacht habe, dazu mitteilen. Und ich würde mich auch sehr freuen, es gibt die Möglichkeit, eine Voice Message zu schicken oder mir auch eine Nachricht zu schreiben und einfach eure Fragen, eure Anregungen, die ihr vielleicht habt, mir zu senden, mir auch zu stellen. Ich werde dann, soweit ich kann, darauf eingehen. Ich bitte euch einfach, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch melden würdet und wenn ihr Fragen habt, diese auch zu stellen, auch gerne Anregungen oder Dinge, die ihr nicht versteht, das könnt ihr mir alles sehr, sehr gerne stellen und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr dieses Angebot annehmt. Damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn so sehr ihr ihn genießen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wo ich euch ein bisschen etwas erzählen möchte zu dem, wie ich das Ganze verstehe, ein bisschen auch erkläre, was ich herausgefunden habe, was wichtig ist. Also bis zum nächsten Mal, eure Barbara.